Herzlich willkommen zu einem ganz speziellen Video und zwar einem Abonnenten-Special und zwar 3000. Ja, mittlerweile hat es jetzt so lange gedauert, dass es jetzt schon fast 3100 sind, aber der Wille zählt, nicht das Timing. Nun, schnallt euch an, lehnt euch zurück und genießt ein paar interessante Ausschnitte, die so sich mal so ein bisschen angesammelt haben, die ich ein bisschen gesammelt habe. Es gibt bestimmt weitaus bessere Ausschnitte vielleicht, aber dafür hätte man sowas sammeln müssen wie, Leute, schreibt in die Kommentare, Hashtag Lachflash und dann hätte ich das hier alles mit reingenommen. So, also, drückt, wie gesagt, drückt mir die Daumen. Bitte, 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 bitte. Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott, nein, das gibt's nicht. Ach du Scheiße! Das kann jetzt nicht wahr sein. Das ist ja Wahnsinn. Gefangen? Wo bekommt man die Legenden? Du meinst bestimmt legendäre aus Raids an Arenen. An den Arenen tauchen so komische Eier auf. Obendrauf. Patsch. So, und aus den Eiern schlüpft dann so nach einer Stunde. Ja, nach einer Stunde schlüpft da so ein Pokémon raus. Wenn das so ein blaues, so ein komisch blaues gestreiftes Pokémon ist, dann kommt da ein legendäres Pokémon raus. Ach, herrje. Und es haben immer noch 80 Meter gefehlt. Oh, das ist echt ärgerlich. Schnell das Sternstück wieder angemacht. Nicht, dass die Eier jetzt dann doch schlüpfen und ich habe das Sternstück nicht an. Staub auch noch mit da rein. Rauch. Staub. Ja, Rauch und Staub. Ist ja fast dasselbe. Na, wo ist es denn? Ich finde meinen Rauch nicht. Wo ist mein Rauch? Ach, da. Sehr schön. So. Oh, nämlich Raikasa. Sehr interessant. Welche Aussprache ist, würdet ihr jetzt in diesem Moment mit dieser Erkenntnis dann wohl eher nehmen? Natürlich habe ich auch Raikoga, genau. Kyogre. Und zwar ist es so, dass wohl Kyogre nicht immer in der Pokémon-Serie immer gleich ausgesprochen worden ist, sondern auch manchmal anders. Gekämpft haben, gab es ein klitzekleines Problem. Mein Freund hat gedacht, oh, die Polizei kommt, er fährt mal lieber weg, weil er keine Lust hatte, dass die Polizei ihn unangenehme Fragen stellt. Deswegen wollte er dann lieber dort wegfahren, weil war kein Park, keine Parklücke da. Wir standen ungünstig auf einem Platz, wo man nicht parkt, also auf der Wiese. Ja, so kann man es sagen. Kein absolutes Parkverbot, aber man stand halt nicht sehr günstig. Aber auch ohne den Verkehrsbehindern. So, also das heißt, er konnte einige Male überhaupt nicht auf den Angriffsbutton drücken. Und der dritte Spieler ist richtig schwach gewesen. Der hat einfach nur seine stärksten Pokémon eingesetzt und die sind alle unter 2900, 2800. Wickelt jetzt ein Slimer, ein Aloha Slimer. Seid nicht geschockt, wenn ihr das nicht sehen wollt, schaltet schnell ab. Jetzt ist es vorbei. Ah, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Da ist es. Ja, Shiny Nummer 3. Aerodactyl. Wie krass. Was ist da los? Es hat Shinies geregnet. Also, kann man nicht anders sagen. Ich bin es gewohnt, auf eine Safari-Zone zu gehen und gar keinen Shiny mit nach Hause zu nehmen. Und dabei habe ich jetzt nicht wirklich übermäßig viel gespielt. Vielleicht doch ein bisschen. Also GoPlus hat am Ende doch ganz schön was zu tun gehabt. Wir sind sehr viel gelaufen. Ja, ich war halt viel noch mit anderen Trainern unterwegs. Ja, als ich das Shiny Aerodactyl gefangen habe, wollte jemand unbedingt dieses haben und habe gedacht, hey,
Ja, vielleicht. Also haben wir unsere Freundescodes getauscht. Dann muss man Geschenke austauschen, weil wenn man keine Geschenke austauscht, kann man keine Pokémon fangen. Das zeige ich auch gleich nochmal an. Wenn man hier noch keine Stufe hat, wird folgender Text angezeigt, und zwar das hier. Und erst wenn man gute Freunde ist, kann man ja erst alles tauschen, außer mystisch. Deswegen muss man erstmal Geschenke austauschen. Das viel Spaß auch, das gerade vor allem hier dann auch machen zu können. Ich habe auch sogar noch mit jemand ganz anderes getauscht. Der wollte ein paar Kilometer zusammen haben. Dem habe ich noch ein griechisches Pokémon gegeben. Mein letztes sogar. Ich habe jetzt kein griechisches Pokémon. Na. Ich habe auf jeden Fall kein normales griechisches Pokémon mehr. Aber ich habe noch Tropius, logischerweise. So, und dann wollten wir sehen, oder ich wollte zeigen, dass das so mit dem Aerodaktyl und dem Tauschen, also mit dem Shiny, nicht so einfach geht. So, ich habe auf jeden Fall das Pokémon ausgewählt. Und ich kriege aber dafür ein Skaraborn. Das wäre ja für mich ein neuer Pokédex-Eintrag. Und für den anderen ist das ja auch irgendwie was Besonderes, ein Shiny, das er noch nicht besitzt. Und deswegen steht jetzt hier 1 Million. Das war uns dann zu teuer und deswegen haben wir den Tausch nicht gemacht. Eigentlich vielleicht sogar schade. Bestimmt fange ich doch heute, also nee, morgen. Tatsächlich habe ich aus der Quest schon zweimal Shiny Aerodactyl bekommen. Also von daher, dieses hätte ich definitiv tauschen können. Aber natürlich ist das viel zu viel Sternstaub gewesen. Ich hoffe, ihr hattet ich hoffe, ihr habt alle Mewtwos gefangen, so rum, weil dieses Mewtwo mag mich nicht. Tschüss. Genau. Und das lassen wir uns jetzt aber nochmal von Professor Eich persönlich sagen, der anscheinend etwas verwirrt ist. Erst sagt er, er kennt es nicht und dann auf einmal hat er es doch in einem Buch gesehen. Aber hören Sie zu, dieses Ditto hat sich in ein Pokémon verwandelt, das ich noch nie gesehen habe. Was meinen Sie damit? Hier, schauen Sie selbst. Was ist das für ein Pokémon? Das kenne ich ja noch gar nicht. Tatsächlich? Wenn Sie es auch nicht kennen, muss es sich um eine neue Art handeln. Seit Tagen kriege ich Augenzeugenberichte rein. Und jedes Mal handelt es sich um verwandelte Ditto. Das ist alles, was ich weiß. Moment, da fällt mir ein, ich habe dieses Pokémon doch schon mal in einem alten Buch gesehen. Wirklich? Ja, kein Zweifel. Das muss das mysteriöse Pokémon Meltan sein. So sieht's aus im Schneckenhaus. Und hier noch ein paar Eier von Tenmaru, der wieder eine interessante Ausbeute hatte. Und ja, ich finde, kam als allererstes, Wahnsinn. Und ich finde, der Professor Willow klingt ganz schön jung dafür, dass er silberne Haare hat, sage ich jetzt mal, statt grau zu sagen. Porenta, hey! Und ja, das ist Wahnsinn. Also, nicht das ist Wahnsinn. Es ist interessant, wie jung er eigentlich klingt. Vulpix gleich noch hinterher. Krass, krasser, am krassesten quasi. Und ja, Professor Willow mit so einer jungen Stimme ist ja. Das ist ja komisch, oder? Also, wie findet ihr das? Oh, Tangela! Irgendwie krass, dass der so jung klingt und Professor Eich total alt und halb senil irgendwie. Und noch ein Vulpix! Ja, aus dem ersten 10-Kilometer-Ei ist leider nur ein Aerodactyl rausgekommen. Oh Mann, wann kommt endlich Palim Palim?
Wahn! Ich habe immer noch keins. Och Mensch, das ist doch zum Mäusemelken hier. Okay, aus dem 5-Kilometer-Ei kommt ein Sichlor. Ja, von mir aus. Und Assassine, nicht weinen. Nicht jeder mag Sichlor. Ich weiß nicht, warum das bei uns so komisch ist. Das nächste 5-Kilometer-Ei ist ein Azurel! Oh mein Gott! Ist das niedlich! Und es hüpft und hüpft und hüpft und hüpft und hüpft. Okay, es reicht. Oh, wow. Das ist ja mega süß. Leider schlechte IV. Behalten tue ich es erstmal trotzdem, weil es ja mein allererstes ist. Krass. Ist das niedlich! Das ist ja ein süßes Teil. Sorry, ich kann mich immer noch nicht zurückhalten. Aber wenn du es aufrufst, kommt so ein Kreis voller Sterne und wenn du den halt nicht gesehen hast, dann wird schwierig zu erkennen, ob du gerade ein Shiny vor deiner Nase hast. Ja, das war sehr, sehr lustig. Wie viele Bonbons ich von Bisasam gesammelt habe heute. Ich habe Bonbons gefangen. Und was habt ihr so gefangen? Ich habe Bonbons gefangen. Jetzt eigentlich dabei raus. Natürlich kriege ich Flora-Statue. Natürlich heißt das Flora-Statue und nicht Flora-Statue. Und es heißt Dratini und nicht Tratrini. Naja, okay, passt schon. Den kann man ja wirklich immer machen. Und ja, ob man den aber großartig findet, ist immer eine andere Sache. Aber ich finde, ich würde fast sagen, entweder es gibt Fünfer oder es gibt Einser oder Zweier. Also von daher passt das eigentlich. Also ich sehe häufiger pinke Eier als gelbe Eier. Wenn ich es richtig weiß, wurde ich in den Kommentaren gefragt, was ich denn eigentlich genommen habe, dass ich nur gelbe und pinke Eier sehe. So, das war jetzt so der Rückblick, den ich für euch rausgesucht habe. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, was ihr am besten fandet. Ob es euch auch gefallen hat von diesem ganzen Rückblick. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema. Und zwar, wie bin ich eigentlich zu YouTube gekommen? Das möchte ich jetzt hier nochmal behandeln. Schließlich geht es hier im Endeffekt ja um YouTube und den Kanal. Wie ist der überhaupt entstanden? Ja, also ich habe irgendwie Spieletrend auf YouTube entdeckt und habe mir seine Videos angesehen und dachte mir, Mensch, mir fehlt was, ich mache es einfach selber, weil ich gemerkt habe, ja gut, groß erreichen kann man den sowieso nicht, der kriegt zigtausend Kommentare und ja, so war damals so der Gedanke. Und ja, dann habe ich dann einfach, keine Ahnung, November 2016 mein allererstes Video gemacht, versucht in die Kamera zu flüstern, um keinen zu stören, im Haus, in der Wohnung, wie auch immer. Und ja, und dann habe ich das hochgeladen. Das allererste Video zur WP-Änderung und ja, so sah es damals aus. Wie wird das mit dem Kanal weitergehen? Und wenn ich damit fertig bin, kommt dann auch das Gewinnspiel. Die Pokémon Go News sollen natürlich bleiben, auch wenn sie lang nicht so gut sind wie die Ergebnisse von irgendwelchen Events, wo viel mehr Leute Interesse haben, anscheinend diese anzusehen. Da sind halt die Aufrufe höher. Dann, was ich auch gerne machen möchte, sind mehr Pokémon Go Guides, die einfach das Spiel erklären, die natürlich dann auch immer mal wieder weiterentwickelt werden müssen, weil Niantic zum Beispiel was Neues programmiert und dann muss das Video natürlich neu gemacht werden. Da hätte ich Interesse, weil die Videos kann man sich dann immer wieder angucken. Die Pokémon Go News, die sind halt einfach nach, weiß ich, ein oder zwei Tagen sind die dann einfach hinfällig. Und ja, das gehört leider dazu. Operation Portal Recon Videos sollen natürlich auch weiterhin bleiben. Die sind relativ schnell gemacht. Sie brauchen fast in der Produktion genauso lange, wie ich reinquatsche, sage ich jetzt mal. Das ist quasi wie ein live kommentiertes Video, daher ist es einfach zu machen. Und ich kriege ja immer gutes Feedback von euch. Ihr unterstützt mich dabei und deswegen mache ich das natürlich dann auch. Als ich damals dieses Video hier geplant habe, gab es die Pokémon Go, die Pokémon Let's Go Videos noch gar nicht. Und da wollte ich eigentlich, als ich
frisch die 3000 erreicht habe oder kurz davor stand, wollte ich euch mitteilen, dass es Pokémon Let's Go Videos geben wird und oder auch andere Konsolen, Nintendo-Konsolen Spiele. Deswegen habe ich auch mit Tetris Fair angefangen. Das Tetris Fair soll natürlich eigentlich weitergehen. Es ist nur momentan sehr aufwendig für mich, dort weiterzumachen, weil ich da etwas nachkommentieren muss. Und 30 Minuten nachkommentieren ist nicht besonders einfach. Selbst 10 Minuten können richtig schwer sein, wenn man nicht hundertprozentig weiß, worüber man denn eigentlich erzählen soll. Schließlich ist das Spiel nun mal ein Strategiespiel, man muss viel nachdenken und so, ja. Aber das habe ich euch schon mal in einem Livestream erzählt, aber wer weiß, vielleicht hat das nicht jeder schaut jeden Livestream und kriegt vielleicht alles mit. Was ich noch gerne zukünftig machen würde, ist Pokémon Trading Card Game online als Livestream auf Twitch. Und für die Leute, die partout nicht auf Twitch schauen möchten, würde ich das Video dann auf YouTube auch gerne hochladen. Also das wäre mal so eine Idee. Ob ich, wie das alles klappt und wie das irgendwie funktioniert, das kommt dann erst später zum Vorschein. Um nochmal auf Let's Plays, vor allem in Richtung Let's Go. Wenn das Projekt natürlich abgeschlossen ist, dann wäre es zum Beispiel an der Reihe, vielleicht dann ein anderes Spiel zu spielen. Oder ich hoffe, dass dann aber auch Tetris Fair abgeschlossen ist. Sowas in der Richtung. Vielleicht ein anderes Spiel, aber da mal gucken. Vielleicht ist dann aber auch schon November 2019 und dann kommt ja auch schon Pokémon Schild. Und mit Pokémon Schild, also ich sage absichtlich Pokémon Schild, ich stehe auf Rot und deswegen natürlich die rote Variante. Pokémon Schwert ist blau, möchte ich nicht, also rot. Und ist, denke ich mal, auch gar keine so schlechte Idee, nicht das zu nehmen, was irgendwie alle wollen. Irgendwie wollen sie alle Schwert, also nehme ich Schild, dann habe ich wenigstens einen kleinen Vorteil. Manchmal ist das sinnvoll, was anderes zu nehmen. Ihr wisst ja, warum. Nun möchte ich euch aber natürlich nicht langweilen und bringe das hier mal langsam zum Ende. Dann würde ich sagen, geht's weiter zum Gewinnspiel. Ich und Nintendo veranstalten ein Gewinnspiel, weil ich bin ja bekanntlicherweise Nintendo-Partner. Und es gibt ein Gewinnspiel und es gibt zu gewinnen ein Pokémon Let's Go Evoli oder Pikachu mit dem Pokéball Plus. Das ist einfach zu geil. Ich finde es richtig cool, dass sie mir das angeboten haben. Wie funktioniert das jetzt? Dieses Video sollte am 1. März hochgeladen werden und damit habt ihr dann eine Woche Zeit, eure Erfahrungen, Bilder an eine E-Mail-Adresse zu senden, die ich ihr einblenden werde. Und ein Zufallsgenerator wird das dann auswerten. Und ihr erhaltet dann, wenn ihr gewonnen habt, eine Antwort. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr unterstützt mich, indem ihr zum Beispiel das Video in den sozialen Medien teilt. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.